So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück. Let's play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich nehme direkt noch einen Bart auf. Ja, wir wollen jetzt mal endlich mit den Orni reden. Gucken wir mal. Ach, guck mal. Hier kann man auch eine Göttin beschweren, aber wir haben nicht die. Wir haben nicht die. Ja. Ah! Die Probe geht los. Was gibt's? Wir proben jetzt das Lied. Es wird das Lied von. Was? Es wird das Lied von der Himmelseiche genannt. Wir singen es alle, um damit das Dorf vor dem Kataklysmus zu retten. Willst du es mal hören? Na klar. Juhu, es freut mich sehr, wenn uns jemand zuhört, deswegen werden wir es ganz besonders toll singen. Dann lass uns singen. In alten Zeiten, vergessen von allem, kam ein Gott aus dem Himmel gefallen. Zusammen mit diesem Himmelskinde erschaffen in Hebra, erschlafften in Hebra alle Winde. Mit dem Wind starb auch das Land. Dies wurde Kataklysmus genannt. Das Gottes Sehnen nach Himmelshöhe ließ alles vergessen, ihr eigenes Weh. Vereinter Kraft wurden Boote gebaut und den himmlischen Lüftern vertraut. So konnte der Gott sein Exil beenden und uns zum Dank eine Arche senden. Die Schiff brachte uns den Wind zurück und das ganze Land erstrahlte in Glück. Ich habe das Gefühl, das ist relevant. Handelt von der Arche, die das Ornidorf vor ganz langer Zeit gerettet hat, verstehst du? Damals ist auch etwas Schlimmes passiert, genau wie jetzt. Die Himmelsarche, hm? Gibt's die wohl wirklich? Das wäre wirklich toll. Ja, gibt's die wirklich. Papa hat mir erzählt, dass sie vom Himmel aus immer über uns wacht. Im Moment können wir das Schneesturms echt ein bisschen Hilfe gebrauchen. Die meisten von den Erwachsenen sind außerhalb vom Dorf unterwegs. Also müssen wir Kinder uns hier in der Zwischenzeit um alles kümmern. Darum kümmern wir uns jetzt auch langsam mit dem. Wenn wir uns mit dem Proben aufhören und uns wieder an die Arbeit machen. Los, Gindi, du bist fürs Essen verantwortlich. Und Molly, du bastelst uns noch ein paar Pfeile, ja? Lass uns auch heute wieder unser Bestes geben. Ja! Ja. Wird gemacht! Ja, und sie probt einfach weiter. Was ist mit dir? Okay, interessant. In dem Trailer vom Spiel im dritten hat man die Eiche, glaube ich, gesehen. Okay, hier können wir übernachten. Oh je, Mine. Oh nein, ich bin so eine Niete, schon wieder in einem Bett für die Gäste eingeschlafen. Oh, ein Gast. Nein, ich schwöre, ich habe nicht geschlafen. Willkommen im Gasthaus Spalbennest. Im Moment ist niemand hier, sonst. Okay. Only down in Bett. Was macht das? Sein Bett aus vielen Ornidauen gemacht. Es ist weich und bequem und super gut. Dieses Bett ist sozusagen das Aushängeschild des Schwalbennestes. Du schläfst direkt ein, wenn du dich einfach nur hinlegst. Und außerdem schläfst du ganz tief und fest. Wenn du aufwachst, bist du wieder bei voller Energie. Okay, brauchen wir aber alles nicht. Wir markieren aber mal, naja, wir haben die Göttinnenstatue, haben wir. Und das ist das Inn, haben wir, ja. Okay. Da vorne hätten wir mit jemandem reden sollen, okay. Na, gehen wir nochmal weiter hoch. Vielleicht ist das ja, vielleicht kommt das ja noch. Ein Kramladen. Der Hauptfisch ist. Gutes Essen ist das A und O für Gesundheit und Moral. Ich glaube an diese Worte, darum lerne ich auch leckere Sachen aus dem Kochbuch zuzubereiten. Im Moment versuche ich mich gerade an einer Fischpastete mit frischen Ausdauerbarsch. Ein tolles Rezept, mit dem ich allen im Dorf neuen Mut einflößen möchte, aber naja, kann ich gegen diese Schäfer oder das Dorf nicht verlassen, um Ausdauerbärsche zu fangen. Die anderen Zutaten habe ich schon, Tabanterweizen, Ziegenbutter und Steinsalz. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist der Ausdauerbarsch, wenn ich da nur irgendwie rankommen könnte. Ich gehe davon aus, dass wir welche haben. Nanu, das riecht doch nach einem frischen Fisch. Hast du etwa Ausdauerbarsch dabei, mein Herr? Ja, ich danke. Damit kann ich etwas Leckeres machen, das allen neue Energie gibt. Und du sollst natürlich auch etwas von meinem selbstgekochten bekommen, mein Herr. Biberkochobst. Wenn du das isst, gibt dir das die Kraft, um an Orten wie dem Hebrabergen der eisigen Kälte zu trotzen zu können. Richtig sättigen ist dieses Gerät nicht, aber es ist sehr hilfreich, wenn man außerhalb des Dorfes unterwegs ist. Versuch es mal selbst mit der Zubereitung. Ist nicht schwer, du brauchst nur Eisfrüchte. Als Bild brauche ich einfach mal Eisfrüchte. Okay.
Ich will wie Mama werden. Oh, das ist so schön. Vielen Dank für den Fisch. Von jetzt an werde ich ganz fleißig kochen üben. Das ist doch schön. Ist das das Rezept? Naja. Man nehme Ziegenbutter nach Geschmack hier bei Frechspatz günstig zu erwerben. Okay. Ich möchte eigentlich gar nicht verkaufen. Wobei, wir haben so viele davon. Ich gebe dir mal 4. Und davon können wir eigentlich auch 13 verkaufen. So. Nein, nein, nein. Ich möchte nichts mehr verkaufen. Weil alles zugeschneit ist, haben wir nicht viele Waren da. Tut mir leid. Wenn du Essbares wie Fische oder Pilze möchtest, musst du in Höhlen außerhalb des Dorfes suchen gehen. In der Straße im Osten des Dorfes und in den Höhlen von drüber gibt es recht viele Höhlen. Gib mir mal die Holzpfeile. So, was ist das? Ölflasche. Davon haben wir ja gar nichts. Ich fühle mich wie ein... Guck mal. Wir kaufen den jetzt alles weg. Das ist doch schon wieder krank. Rohrzucker ist auch... Habe ich auch noch gar nichts. Und die Butter habe ich auch noch gar nichts. Ich habe alles leer gekauft, jetzt müssen die sterben. Jetzt fühle ich mich schlecht. Tralalala. Willkommen und danke, dass du während eines Schneesturms vorbeischaust. Auf dem Weg hier hast du sicher ja schon ganz schön gefroren. Wie wäre es mit einer etwas warmer Kleidung? Hier im Dorf ist es schon kalt, aber in den Bergen ist es noch viel kälter. Wenn du in den Bergen gehst, erfrierst du, wenn du dich nicht vor Kälte schützt. Ja, vor kurzem wurde bei der Straße östlich des Dorfes und beim Pfad in den Hebraberge ganz viele Höhlen entdeckt. Ist da drin recht warm, das heißt, du könntest dort auch ohne unsere Kleidung überleben. Aber wenn du einmal drin bist, kann die glitzernden Steine dort zuschlagen und an ein paar Edelsteine so gelangen. Die kannst du dann bei uns oder beim Krimerladen, dem man Gewinn bringt, verkaufen. Ah, das hat Kälteschutz. Ja, dann her damit, aber das ist sehr teuer. Uiuiui. Und die... Wie viel kostet das? Das ist schon nicht mehr drin. Und die kostet 1000. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich will verkaufen. So, ja, nun nicht. Wir machen 4. Wir brauchen nochmal 1000. Jetzt brauchen wir noch... Ne, wir haben auch hier noch welche. Ich verkaufe hier nochmal 4 und dann ist das ja normal. Naja, ist nicht ganz. Das reicht noch nicht. Ihr habt etwas Fleisch. Ja, das ist natürlich jetzt irgendwie alles ein bisschen... Ha. Aber da haben wir so viel. So. Die gehen relativ viel. Da kann man nochmal 12 verkaufen. Davon können wir doch auch mal 13 verkaufen. So, ich denke, das genügt. Ich möchte die Orni-Hose. Und ich möchte das Orni-Gewand. Vielen Dank für deinen Einkauf. So. Brainlag. Orni-Gewand, Anti-Schneefedern und Orni-Hose. So. Das ist doch mal gut. Jetzt sind wir ausreichend vor der Kälte geschützt.
Hier kann man kochen. Pfeift jemand? Können wir mal irgendwas probieren? Wo ist die Butter? Probieren wir es mal. Scharfer Grillteller, okay, hat irgendwas gebracht. Wir nehmen Öl. Wir nehmen Fleisch. Wir nehmen den Kürbis und wir nehmen einen Fisch. Fleischkürbis, okay. Also, weil sie da wieder singt. Okay. Was haben wir hier? Mein Flammenschild zerbricht gleich. Das finde ich tatsächlich gar nicht mal so traurig, ja. Ist hier irgendwas? Könnte man da wohl wegfliegen? Es geht noch weiter hoch. Lass uns doch mal weiter hochgehen. Aber die sind ja tatsächlich alle nicht da. Wir haben ja schon unterwegs auf zum Turm welche getroffen. Festgefroren. Oh, das müsste doch eigentlich gut funktionieren. Hoch, kann ich was für dich tun? Ich bin gerade erst beschäftigt. Mein Papa hat mir erzählt, dass man mit Eisfrüchten Monster einfrieren kann. Das ist mir eine grandiose Idee gekommen. Aber in diesem Schneesturm kann ich keine Eisfrucht holen. Sowas Gutes habe ich mir schon lange nicht mehr eingefallen, aber ohne Eisfrucht kann ich das einfach nicht ausprobieren. Heilmacherin Mollys Bitte. Oha, was wird mir denn da für ein eisiger Hauch aus seiner Tasche entgegen? Oha, das ist doch eine Eisfrucht. Ui, da ist ja noch mehr. Du hast ja noch, noch was Kaltes und Schleimiges. Ist das weißes Schleimgelee von diesem weißen Monster, das einen einfriert, wenn man das anfasst? Oho, wird bestimmt auch weiterhelfen. Willst du mir nicht vielleicht eine Eisfrucht oder etwas Weißes? Ja, klar. Oh, ich freue mich so, danke. Die ist nämlich so, sowas an einem Pfeil zu befestigen, um Monster aus der Ferne einzufrieren. Oh, ich kriege richtig Angst vor meiner eigenen Schlauheit. Was wohl passiert, wenn man andere Materialien mit einem Pfeil befestigt? Das gibt dann bestimmt auch andere Effekte. Ja, also das habe ich ja jetzt schon ausprobiert, also, ne? Danke dir für den Tipp. Wir kriegen Holzpfeile. Macht ganz tolle, starke Bögen. Ich habe mir überlegt, ganz viele Pfeile zu erfinden, die perfekt zu Papas Bögen passen. Oh, ist das so schön, ist das süß. Ich werde weiter nützliche Pfeile für unser Dorf erstellen. Und eines Tages bin ich dann die beste Pfeilmacherin aller Zeiten. Und mein Papa wird richtig stolz auf mich sein. Die habe ich dir jetzt geklaut. Ah, Moment mal bitte, die gehören mir. Dann brauchst du dringend neue. Papa sagt immer, sich gegenseitig zu helfen ist wichtig. Also gebe ich dir natürlich welche. Das tut mir leid. Oh, schade. Also leg dich ins Bett. Jetzt fühle ich mich schlecht, weil wir sie ausgeraubt haben. Ich bin schon echt schlecht. Ah, hier. Das ist doch tatsächlich Dings. Der Recke und der Nachfahre des Recken. Endlich mal hier gute Hilfe. So, dann werden wir noch gleich mal mit ihm reden. Diwali-Platz, ah ja. Das ist doch blöd! Ich bin nämlich kein Küken mehr! Ich will die Riesenwolke erforschen. Zur Not auch ganz allein. Wenn wir bloß hier rumglucken, wird das Dorf... Oh. Huh? Du bist doch... Tatsache! Link!
Linke, siehst du, sei es verschollen. Schön, dass du wohl auf bist. Theba, neuer Häuptling der Orni. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Du kennst doch noch meinen Sohn Tullin. Er kann sich zwar schon aufplustern wie ein großer, aber ganz erwachsen ist er noch nicht. Nee, ich habe euch doch schon gesagt, ihr sollt mich nicht behandeln, als wäre ich gerade frisch geschlüpft. Solange du weiter glaubst, du könntest allein der ganzen Welt entgegenreden bist, und bleibst du ein kleines Küken. Glaubst du etwa, ich kann mich nicht durchsetzen? Ich bin Flüge, jawohl. Ihr werdet noch alle Augen machen. Der Kundschaftungsfluch heute etwa, der wird mir total problemlos gelingen. Ihr könnt weiter so tun, als wäre an dem Lied von der Himmelseiche etwas dran, aber ich glaube an so einen Blödsinn nicht. Blödsinn, pass auf, was du... Du liebe Zeit. Tullin will, dass wir ihm erlauben, die Ursache des Sturms zu finden. Er gibt einfach nicht auf. Und das mit dem Lied? Das Lied, das er meinte, ach, das ist nur eine alte Volksweise, die man hier im Dorf der Orni singt. Als vor langer Zeit ein Kataklysmus das Dorf bedrohte, war es ein großes fliegendes Schiff, das uns rettete. So zumindest erzählt es das Lied, das man schon seit Generationen bei uns singt. Heute ist es ein Kinderlied. Die wenigsten Erwachsenen sehen es als tatsächliche Wahrheit an. Allerdings wollen manche in letzter Zeit eine Art fliegende Schiff am Himmel entdeckt haben. Dazu kommt, dass man dem Schneesturm und dieser Wolke wohl eindeutig einen Kataklysmus nennen kann. Also, wer weiß, vielleicht ist an dem Liedchen ja wohl ja doch etwas dran. Und sei das Lied von der Himmelseiche auch nur ein Kindergesang, irgendwas geht da oben vor sich, das steht fest. Leider sind die Lüfte so wild und unruhig, dass nicht einmal wir Orni es so weit in den Himmel vordringen können. Daher will ich klug und besonnen agieren und sorgfältig Vorbereitungen treffen, aber Tullin, naja, nun ja. Er denkt, wir legen aus Feigheit die Flügel in den Schoß und hoffen blind auf göttliche Hilfe, wie sie das Lied verspricht. Aber ich will dich nicht weiter mit unseren Sorgen behelligen. Sag, weswegen bist du hier? Hast du etwas, hat sich direkt unter Schloss Hyrule zugetragen? Das klingt, als hingen Prinzessin Zeldas Verschwinden und die merkwürdigen Ereignisse im ganzen Land zusammen. Das Volk der Orni würde sich aufrichtig gerne an der Suche nach ihr beteiligen, doch leider ist das derzeit nicht möglich. Dieser eigenartige Schneesturm setzt uns furchtbar zu und unsere Nahrung wird ausgesprochen knapp. Alle erwachsenen Orni nehmen den Schneesturm unter die Lupe oder suchen allenthalben nach Essen. Und seit mein Mann Häuptling ist, kann er selbst das Dorf auch spärlich verlassen. Ach, dann könnte ich doch nur etwas tun. Ja, vielleicht gibt es da jemanden, der dir mehr helfen kann als ich. Frag doch mal Hertes. Er sammelt alle möglichen Informationen. Vielleicht hat er ja schon etwas über Prinzessin Zelda gehört. Siehst du die zwei Leuchtfeuer dort drüben brennen? Den hätte ich ja vorhin fast aus Versehen angesprochen. Dort befindet sich eine Hütte, in der er sich aufhält. Schau doch mal vorbei. Okay. Tullin wurde der Charakterübersicht hinzugefügt. Theba wurde der Charakterübersicht hinzugefügt. So müde, wie sie pennt. Die ist schon niedlich. Seine Frau natürlich nicht, Kekweh. So, Moment mal. Wir werden jetzt erst einmal hier noch ein paar Sachen markieren. Das da markieren wir, das markieren wir. Das haben wir markiert. Dann, aha. Das checke ich ja gar nicht. Moment. Hier soll irgendwas sein. Das checke ich ja nicht. Hier soll es einen Zugang in den Untergrund geben, oder was? Wo soll der sein? Ah, der Gesang ist schon nervig. Das möchte ich mir mal anschauen. Aha. Wo ist seine Frau hin?
Es ist mühsam, sich um die Verwaltung von Essen und Material zu kümmern und sich die Sorge der Leute anzuhören. Ich mag jetzt Säugling sein, aber gewöhnt habe ich mich daran noch lange nicht. Das Leben war viel simpler, als meine einzige Sorge war, was ich wohl als nächstes vom M-Bogen bekam. Naja, bitte entschuldige mein Gemurre. Die Himmelsarche. Himmelsarche ist der Name eines Schiffes, das in alten Orni-Kinderlied vorkommt. Man sagt, ein Gott schickte ein großes fliegendes Schiff zu den Orni, als sie von einem Kataklysmus bedroht waren. Das Schiff war in der Lage, gesegnete Winde zu erzeugen. Und so konnte das Dorf gerettet werden. Das mag alles nicht historisch akkurat sein, aber auch dieses schier endlose Schneesturm ist ein Kataklysmus. Es ist durchaus möglich, dass es eine Verbindung gibt. Also sollten wir vielleicht auch das Kinderlied ernst nehmen. Aber der Kern der Wahrheit verbirgt sich wohl irgendwo inmitten dieser unheimlichen Wolke. Falls es nun, ja. Soll das auch und so sein, dann hast du. Ja, wir fragen her, das ist okay. So. Da geht's ja noch weiter hoch. Hier endet der Aufstieg. Wie weit hoch kommen wir denn? Aber wir sind ja wirklich ganz schön weit hochgekommen. Oh, warte mal. Lass uns noch ein bisschen weiter nach oben. Aber wir sind ganz an der Spitze. Tja. Ach so. Das ist also der Krog. Ich hätte gar nicht vermutet, dass der so weit oben ist. So, einen Moment. Okay. So. Und hier aus können wir abspringen, aber ich bin noch nicht zufrieden. So. Es ist auf jeden Fall irgendwo hier. Irgendwo hier muss es einen Zugang in den Untergrund geben. Okay. Tja. Ist der womöglich unter der Insel oder was? So, das war jetzt wohl nicht so klug. Sehe ich aber jetzt hier eigentlich auch nicht. Hier? So. Wo soll das denn sein, bitte? Interessant. Müssen wir wohl vorerst mal ignorieren. Bin jedenfalls nicht bereit, jetzt noch ewig danach zu suchen.
So. Ach Gottchen. Wie wollen wir denn da am klügsten hochkommen? Da oben ist er auch safe was, also. Wenn da so Schnee fällt, dann kann man da wohl ja wohl auch laufen. Aber ich denke, wir werden da schon zügig an unsere Grenzen stoßen. Wie weit wir da vernünftig hochlaufen können. Ja, hier nehme ich. Das müsste man höchstens von ganz da oben machen. Ach Gott, das. Das ist schon. Er macht es einem nicht leicht. Okay. Ach, hätte ich mal ein bisschen nachgedacht. Jetzt müssen wir halt den kompletten Weg nochmal hochgehen. Vielleicht wird der Zugang frei, sobald wir den Schneesturm entfernt haben. Sonst müsste das nämlich hier sein. Aber hier ist das schon einfach auch nicht, oder? Nö. Ach Mann, wie kommen wir denn hier vernünftig hoch? Ach so. So. Dum dum dum. Immer weiter, immer weiter. Ein Glück ist es ja nicht so viel, weil man das mit dem, mit der Fähigkeit, die wir ausgewählt haben, ein bisschen das schon gut verkürzen kann. Also ich hatte am Anfang gedacht, das wäre viel länger der Weg. So. Hoch hier. Oder habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ja, was soll das denn jetzt? Das ging aber vorhin echt ein bisschen besser. Was soll das denn? Okay, weil ich jetzt wieder gesagt habe, dass es ja doch nicht so schlimm ist, wird es jetzt natürlich schlimm gemacht. Ich bin auch selber schuld. Ach komm, halt doch den Halt. Also, was ist das denn? Ich glaube, jetzt haben wir es besser erwischt. Jetzt geht's wieder länger. Ja, das war besser, das war besser, das war besser. So, Dala. Und wir wollen da bitte hoch. Das machen wir doch. So, was ist hier?
Toll. Okay, sie vor dem Regen zu schützen, das hat die jetzt wenig beeindruckt, einfach im Schnee. Was mache ich denn? Äpfel darbieten beeindruckt sie auch nicht. Aber als ob hier nichts ist, das kann ich mir nur schwerlich vorstellen. Was muss man denn hier machen? Das könnte aber ja schon irgendwie passen, ne? Ja, lass mich doch da jetzt mal bitte hochklettern, dass ich das. Wobei, es geht doch von hier unten bestimmt auch, oder? Ah, lol, okay. Oh, du hast mich gefunden. Das ist cool, dass man die da so vor dem Schnee wieder schützt. Das ist doch toll. Okay, naja, probieren wir es mal. Wir sollen ja mit diesem Typen reden. Na, was ist das denn? Das sieht ja sehr interessant aus. Naja. Ja. Das kann man doch kaputt schlagen hier. Ja. Hat sich nur nicht gelohnt. Okay. Ich stürze dich. Da ist er. Oder ist er das überhaupt? Nee, das ist ein normaler Oni, oder? Von weitem zu sehen. Hallo, die beiden Leuchtfeuer haben dich zu mir geführt, oder? Ich habe sie hier errichtet, damit auch im Schneesturm jeder hierher finden kann. Wir sparen nicht an Feuerholz, damit man die Feuer auch dann sieht, wenn man in großer Höhe fliegt. Und doch wirken die Leuchtfeuer im Vergleich zum Kartografierturm regelrecht mickrig. Er wärmt zwar nicht wie ein Leuchtfeuer, aber die Größe und die Helligkeit sind wirklich beeindruckend. Ich bewundere die Hylia dafür, etwas so Großartiges geschaffen zu haben. Ja. Haben die beiden gut gemacht. Erstmal ausrauben. Diese rätselhaften Objekte wurden am Fuße des Hyperberges entdeckt. Sie haben eine seltsame Form, nicht wahr? Ich habe allerhand Untersuchungen daran durchgeführt, aber fand aber nichts heraus. Nicht einmal, was oder wofür sie sind. Auch scheinen sie scharfe Kanten zu haben. Sieht so aus, als wäre es schon gefährlich, sie nur anzufassen, oder? Ich bin übrigens fertig mit der Untersuchung und habe keine Verwendung dafür. Du kannst sie gerne mitnehmen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen.
Dann noch lieber die Holzkelle. So. Dankeschön. Bin die auch kaputt? Oh. Ansappen haben die da drin. Oh, ich bin so ein Dieb. Wer steckt in der Wolke? Härte, es Link, du bist wohl auf. Ich habe mir große Sorgen gemacht, als es plötzlich hieß, du seist verschollen und was ist geschehen? Oh, das ist Prinzessin Zelda, es tut mir leid, aber ich habe nichts gehört, was dir weiterhelfen könnte. Ich habe gerade alle Federn voll mit anderen Problemen zu tun. Die Dorfbewohner sind unterwegs, um Nahrung zu finden oder den Ursprung dieses Schneesturms zu ergründen. Unser Lieberglück ist gerade jetzt alles voller Flugungeheuer, die unsere Not noch schlimmer machen. Wir haben einfach nicht genug Krieger, um sie von hier zu vertreiben, nicht so lange es uns so schlecht geht. Sei nicht böse, aber im Moment sind uns einfach die Flügel gebunden. Aber, wo ich es mir so überlege, vielleicht könnte der kleine Tulin dir ja... Ach stimmt, ja, du warst ja länger nicht mehr hier, also. Na, unser kleiner Tulin hat inzwischen einen ziemlich guten Flügelschlag drauf, fliegt besser als so mancher Erwachsener. Selbst bei diesem Unwetter dreht er seine Runden am Himmel und meldet alle möglichen Sachen, die uns helfen. Du solltest wirklich mal sehen, wie er Windströme erzeugen kann, da kann der Rest von uns wirklich nur staunen. Tepa gibt den strengen Vater, aber insgeheim weiß er, dass Tulin ein kleines Wunderküken ist. Wenn er sich für meinen Geschmack auch ein wenig zu viel Lust hat, der Kleine, aber sprich doch einfach mal mit ihm. Als ich ihn zuletzt sah, wollte er mit Gesane und Laisa Nahrung suchen. Sie sind zur Höhle der Hebra Südspitze im Nordosten von hier aufgebrochen. Die Höhle liegt jenseits der Klippe vor uns, den Bergpfad hinauf. Sie ist mit einem Leuchtfeuer gekennzeichnet. Findet das Leuchtfeuer im Höhleneingang, dann solltest du auch Tulin. Das sollte auch Tulin nicht fern sein. Okay. Aufzeichnungen zur Himmelsarche lesen. Welchen Abschnitt? Den zur Legende. Es begab sich, dass kein Wind sich mehr im Dorf regte, der Himmel erstarrte und die Erde zerfiel. Die Dorfbewohner wehnten himmelwärts die rettende Lösung und erblickten voller Hoffnung empor. Dort sahen sie eine Gestalt durch die dunkle verhangene Wolken rasch in Richtung des Dorfes heil. Ihr Dorf hielt die Gestalt für eine Gottheit, denn nur Heerewesen könnten den Himmel bewohnen. Tag für Tag nun blickte die Gottheit von einem hügeligen Himmel, voll Sehnsucht nach der Heimat, den Himmelsinseln. Aus Mitleid vergaß man im Dorf die eigenen Sorgen und trug die Gottheit mit der Orni-Schwingkraft empor. Durch welche Höhen sie erklimmten, war keinen von ihnen bewusst. Ein jeder versuchte, die Gottheit hoch in ihr luftiges Reich zu geleiten, aber ach, den Flügeln der Orni fehlte die Kraft. Als die Gottheit dies sah, riet sie den Häuptling Materialien zu sammeln, mit Hilfe derer der Himmel zu erreichen sei. Voll neuen Mutes machte man sich im Dorf daran, besagte Materialien zusammenzutragen. Dies Ziel erreicht, zeigte sich die Gottheit zufrieden und verneigte sich tief vor dem versammelten Dorf. Die Materialien, von der Gottheit mit mysteriöser Macht bedacht, fügten sich zu einer Flotte kleiner Boote zusammen. Voller Vorsicht bestiegen die Dörfler die Boote, die daraufhin sachte emporschweben begangen. Höher und immer höher führte sie die Gottheit nach oben, zu guter Letzt durch den verhärteten Wolken hindurch. Sie hatten ein Meer im Himmel erreicht, in dem hunderte Inseln schwebten, sodass es den Orni den Atem verschlug. Die Heimat der Gottheit so wunderschön, an jeder der Orni hatte nur zu gern ihr verweilt. Kurze Zeit nach ihrer Rückkehr erwachte der Himmel dann zum Leben. Beim Blick zum Himmel war der Schreck vorerst groß. Ein riesiges Schiff schwebte dort in der Höhe, gesandt von der Gottheit, für die Hilfe der Orni zum Dank. Zu beiden Seiten des Schiffes schlugen Ruder, Gleichschwingen von Vögeln, doch gänzlich lautlos sein Flug. Die Winde bliesen über Hebra hinweg, wie dereinst der Himmel erstrahlte, die Knospen der Pflanzen brachten hervor, die Gottheit hat den Orni den Segen des Windes beschert. Nur durch das vogelförmige Schiff, bald schon Himmelseiche genannt, ward das Dorf vor dem Kataklysmus bewahrt. Und damit endet die Geschichte von der Himmelseiche, die vor langer Zeit das Dorf der Orni beschützte. Zum Inhaltsverzeichnis. In alten Zeiten, vergessen von allen, kam ein Gott aus dem Himmel gefallen. Zusammen mit diesem Himmelskind erschlafften den Hebra alle Winde. Das haben die uns hervorgesungen, ne? Das ist genau das Gleiche. Das Schiff brachte von dem Wind zurück und das Ganze erschien auf dem Glück. Okay, alles klar. Ja, also das scheint mir doch irgendwie real zu sein. Ich denke hier über den Speiseplan derer, die nach draußen... Okay. Aber wir überleben dank kreativem Kochen. Wir haben Essen für das Chilis verwendet, wenn Körper das, ja. Ach Gott, ihr seid viel zu nett. Ihr seid viel zu nett.
Das Spiel soll doch nicht sowas mit mir machen. Ich fühle mich richtig schlecht, weil ich hier den NPCs das Zeug, glaube ich, Ah, ich brauche es ja jetzt auch gar nicht mehr, weil ich ja jetzt die Kleidung habe. Also gut. Nein! Was mache ich? Ich hätte sie einfach nehmen sollen. Ach, bin ich blöd. Ich gebe im Dorf da auch nicht noch Geld dafür aus. Okay. Ja, lassen wir doch. Dann klettern wir doch mal hoch und suchen nach dem. Ja, warte mal. Hebra-Südspitze. Ist das die Höhle? Aber da. Nee, das kann nicht sein. Kann nicht sein. Wir werden schon. Auch Herthas wusste nichts über den Verbleib von Possessen Zelda. Er hatte geraten, mit Tulin zu sprechen, der bereits überall nach der Ursache der Wetterplage gesucht hat. Im Moment soll Tulin sich zusammen mit Gesane und zur Höhle der Hebra-Südspitze begeben haben. Das läuft mal besser den Weg. Ja gut, das Feuer ist ja dann da. Dann finden wir das ja. Dann finden wir das. Das ist aber doch nicht das Leuchtfeuer, oder? Es geht ja nur vor. Bei dieser kellerlichen und versteinerten Bergezwanne ist gefährlich. Man muss aber die Dinger einerschlagen. Meine Freunde sammeln Nahrung in der Höhle der. Okay, das ist also hier. Gib nicht nur das, sondern auch Fische. Sein Leuchtfeuer entzünde, wenn du dazu kannst, dass er sich dort aufwärmen. Okay. Ah ja, in diese Richtung mache ich mich jetzt auf. Genau Richtung dem Schrein. Okay. Ja, soll der Prügel ruhig zerbrechen. Das ist auch in Ordnung. Ja, dieser Scheißschild. Moblins. Kommt doch mal her, ihr Keks. Okay, von dem. Ach komm, als ob mich das jetzt auch noch getroffen hat. Das ist ja eine Frechheit. Eisleder, Lederbeißer Flügel. Eislederbeißer Auge. Okay. Gib die mal lieber mir. Ach, so ist das. Ach, so ist das. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Er wird mich den gesamten Berg runterwehen. Was ist mit ihm? Wir sind doch so weit geflogen. Tja. Hurensohn, Alter. So. Halt doch still. Meine. Der lebt jetzt sogar noch. Der lebt ja sogar noch. Du wirst gleich gucken. Wo ist er hin? Da oben hat er sich hingehockt. Na, ist das schlecht. Gib mir mal dieses Schwert jetzt.
So. Gut, hier können wir uns kurz ausruhen. Rostfröstling. So mögen sie brennen. Meine Provianttasche ist voll. Willst du mich eigentlich verarschen? So. Komm, Alter, mach doch jetzt nicht sowas. Okay. Ja, man muss aber sagen, der Part ist auch schon wieder recht lange. Ich mache an der Stelle dann mal Schluss. Im nächsten Part werden wir dann mal gucken, wo Tolin ist. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, Freunde. Macht's gut, bis zum nächsten Mal rein. Ich wünsche euch was.